Ah, mein Bild. Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Gameplay. Heute zeige ich euch eine Demo von Vertigo 2 und Vertigo habe ich ja schon auf meinem Kanal gestreamt, zweimal, also den ersten Teil dieses Remastered und verlinke ich definitiv auch unten in die Beschreibung und in die Infobox, dann könnt ihr da auch gerne mal reinschauen. Ich werde das Game Vertigo 1 auf jeden Fall nochmal weiterspielen, damit ich das Game komplett bis zum Ende spielen kann und dann mit Vertigo 2 neu beginnen kann, wenn er denn mal rauskommt. Es war damals 2020 angedacht, jetzt haben wir aber schon 2021 und ich habe irgendwas gelesen von Herbst 2021, ich bin mir aber jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall habe ich mir von Vertigo 2 jetzt die Demo angeschaut. Das ist keine neue Demo, die ist, glaube ich, auch von Ende 2019 irgendwann, glaube ich, oder Mitte ist die rausgekommen. Und heute hatte ich mal Zeit, mir das anzuschauen und ich bin echt mega begeistert, also hat mir richtig gut gefallen. Sehr gute Erneuerung, grafisch natürlich auch. Und die Waffen machen Spaß. Ich habe jetzt auch wieder mit der HP Reverb G2 gezockt und die ich vom Vordos bekommen habe, leihweise, damit ich hier mal ein bisschen mit der G2 zocken kann. Hat mir soweit gut gefallen, also auch vom Display her. Aber als ich die Schrotflinte in der Hand hatte, ist immer wieder das Tracking verloren gegangen von der Hand, die hier an dem Lauf war, quasi nicht an dem Lauf, sondern an der Halterung von der Schrotflinte, sage ich mal, wo man die halt normal hält. Und ich komme jetzt gar nicht auf den Namen. Auf jeden Fall ist da dann immer wieder das Tracking verloren gegangen, ist weggeflogen die Hand und das nervte so ein bisschen, hat mir nicht gut gefallen. Solange ich die normale Waffe in der Hand hatte, war alles gut. Jetzt schauen wir uns mal ganz kurz hier die Steam-Seite an von Vertigo und hier steht es auch, Veröffentlichung 2020, das passt natürlich momentan noch nicht. Hier könnt ihr aber die Demo euch auch runterladen und testen, die ist glaube ich 3 GB groß, also nicht so groß. Und also mir hat das Gameplay jetzt gefallen, wie gesagt, grafisch super, auch wieder ein paar Witze dabei. Also ist echt cool gemacht und für eine Demo war das jetzt echt viel Gameplay, meiner Meinung nach. Da kann man echt nicht meckern. Und wir werden gerettet in diesem Teil hier von Brian. Der findet uns in irgendwie einen Quantum-Reaktor und der rettet uns da und erklärt uns dann erstmal so ein bisschen, was da los ist. Und das mal so ein bisschen zur Story. Ist von Grund auf für High-End-VR-PCs gemacht. Und das sieht man auch, also echt gut gelungen. Natürlich kann man es jetzt nicht mit Half-Life Alyx vergleichen. Aber was mich an Half-Life jetzt erinnert hat, ist vom Intro, das seht ihr gleich im Gameplay. Bei Half-Life hat man immer damals angefangen in der Bahn und ist dann da gefahren worden, also als es noch in Flat war. Und da hat man jetzt auch als Intro, ist man mit einem Fahrstuhl gefahren und ist dann auch runter, links, wieder runter und hat dann sich immer so Szenarien anschauen können. Das hat mich mega an Half-Life erinnert, muss ich sagen. Und hier haben wir 16 Unique Weapons, also 16 Waffen. Wir haben eben 3 an der Zahl gehabt, einen Revolver, eine normale Pistole unten und diese Schrotflinte. War echt cool gemacht. Das mal zum Game. Ich bin echt gespannt, wann das rauskommt. Und dann wird es definitiv noch ein neues Gameplay geben, also von diesem Game hier. Heute Abend werden wir dafür auch noch mal in der VR-News-Sendung drüber quatschen. Werde ich dann eventuell auch später da auch noch mal hier in die Beschreibung packen. Und mein altes Gameplay von Vertigo 1 werde ich auch in die Beschreibung und in die Infobox packen. Dann könnt ihr da gerne auch mal reinschauen. Hat mir auch richtig gut gefallen. Also Vertigo 1 Remastered war für mich ein mega Überraschungstitel und hat mir super gut gefallen. Und sowas brauchen wir auch für VR. Also sollte man definitiv mal drauf schauen. Okay, Leute, jetzt halte ich euch nicht lange ab vom Gameplay und wünsche euch viel Spaß. So, Leute, willkommen bei der Demo von Vertigo 2. Und ich bin echt gespannt. Oh, hi. Auf was ich mich hier einlasse. Ich habe den ersten Teil ja teilweise gespielt im Livestream. Ich werde den definitiv
nochmal streamen und zu Ende zocken, bevor noch Vertigo 2 rauskommt. Aber ich wollte mir jetzt trotzdem hier den zweiten Teil mal anschauen, die Demo davon anschauen. Ja, was hat sich geändert? Also grafisch hat sich auf jeden Fall einiges geändert. Also man sieht, dass es kein Remastered mehr ist, sondern wirklich, ja, wirklich ein VR-Game neues. Und ja, es ist extra auf High-End-PC-VR-Grafik ausgelegt, das Ganze. Und ja, ich würde sagen, fangen wir einfach mal an. Ich weiß auch nicht, wie lange das Ganze hier geht, aber lassen wir uns einfach überraschen und ja, los geht's. Ah, nein, los geht's noch nicht. Schauen wir uns mal ganz kurz nochmal die Optionen an, die wir hier haben. Audio-Möglichkeiten haben wir hier, können wir noch anwählen. Grafikeinstellungen. Orgasmic. Ja, wir wollen den Orgasmic auf jeden Fall. Screenshake, low. Also es ist, wenn man irgendwie, nee, das kann ich gar nicht ab, wenn man Schaden erleidet, dass es auf einmal alles anfängt zu vibrieren vom Bild her, geht gar nicht. Muss ich definitiv weghaben. Und ich würde sagen, Turning Snap Turn ist okay. Ich hoffe, es hat normales Free Locomotion. Und ja, jetzt geht's los. Hadley, get up. Wake up. Come on, I got other things to do today. I saved your life. Show the live all. Ich bin wach. Again? Damn it, Leo, we've been over this a million times. Exactly 23 times. Oh, jetzt. How the hell do you remember that? We're not going to plug in the internet cable. Must be sure this thing is very hi. Oh, das sieht gut aus. Also mir gefällt's. Okay, wir werden zurückgedrückt, das ist okay. Boss, hey! Brian! What, Leo? I'm in the middle of fixing the internet that you're incompetent. Hi! Oh shit, she's awake. Das sieht geil aus. Hello there, buddy. Hi. Hi. Shut up, Leo, leave us alone. The humans need to talk. Oh, fine. Well then, welcome, young lady, to Brian Industries headquarters. You may say, I've never heard of Brian Industries. And don't worry, I won't take offense, because Brian Industries is secret, very secret organization. My work is a little risque for the general public, and I prefer the privacy of obscurity. Are you having memory problems? The nanobot should finish patching up your noggin soon, but in the meantime, would you like me to fill you in on what happened and how you got there? Okay, where to begin? This is a quantum reactor. Basically, a giant machine that exploits instability in space-time to create energy from nothing. Well, to be more accurate, it leeches energy from parallel universes. In one of those strange alien worlds, one where human technological development is centuries behind and it's taken you until the 20th century to even get to the moon, you were born. Fast forward, you probably made an ass of yourself chasing shiny lights into the woods. The shiny lights were the extraspatial singularities of this quantum reactor intersecting with your universe. When you got too close to the equivalent space-time coordinates of the reactor core as it cycled, the quantum activity in your brain triggered a Class 8 matter exchange event, which pulled you over here into our lovely, lovely world. From that point on, I've been checking on you through the security system. You arrived on the fifth floor, right next to my faked corpse, and foolishly tried to get to the surface. You bumbled your way up through all the floors, fighting the weak security robots that they put up there for show, and were fortunately stopped by my, friend, Gentle Hand, before you poked your dumb head out a window and got the entire mountain obliterated for the containment breach. Gentle Hand took the precaution of dropping you down an elevator shaft, and, well, here we are. Any of that sound familiar? Good? Good. Now, I've got something for you that will help with mobility while your legs continue to recover. It's called the BAMM, short for Biometric Augmented Multi-Tool. It's a medical device that can detect and help repair injuries, but it also lets you move around quickly using a highly localized Alcubierre field. In layman's terms, you can teleport short distances effortlessly. Try it out by teleporting around the room a couple of times. Das ist cool. Learn to teleport. New user detected.
10 minutes before engaging in normally fatal activities. Joystick to teleport. Ah, okay. Das funktioniert. Also ich habe ja den Look direkt super gefunden damals bei Vertigo 1 und der ist ja auch wieder genauso geil. Und auch das Spiel war eine absolute positive Überraschung für mich. Und ich muss definitiv den ersten Teil noch durchspielen. Das Very good. You know, fun fact, BAMM's compact nuclear reactor gives off about 1000 rads a minute, but it's continuously curing the radiation poisoning that you're developing. Now, I've arranged a little orientation downstairs that my assistant Theris will guide you through. And don't worry, you're not a prisoner. This force field is more for Leo's comfort of mind than anything else. Poor guy thinks you're violent. A ruthless robot murderer. Anyhow, you'll have free reign of my home after the orientation. Speaking of, you ready down there, Theris? Sure am, boss. Great, great. Well, my friend, I'll see you soon. Have fun. Oh. Wir werden runtergefahren, okay? Also, gehört zum Intro dazu. Und mit der G2 sieht das so geil aus, muss man einfach sagen, also vom Bild her abartig genial. Im positiven Sinne. Kleine Raptoren? Das sieht aus wie ein kleiner Raptor. Oder doch nicht? Okay, das sind diese schwebenden Roboter. Oh. Hi. Wow. Habe ich mich erschrocken. Oh, da ist nichts Gutes zu sehen. Das ist die Waffe. Gib mir die Waffe. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie der erste Teil geendet ist. Hier werden wir auf jeden Fall gerettet in diesem Quantum-Reaktor von diesem Typ, den wir da kennengelernt haben. So. Greetings. Hi. I gotta tell you, I got really excited when I heard that you were here. Brian's great and all, but he's just so busy with his work, he barely has any time for me. It gets pretty boring. Well, come on. Don't be shy. I promise I won't bite. Will it help you if I told you I had guns built into my hands? Theris! Theris, put those away. Okay, I'm sorry. I'm an idiot. We don't want to shoot our guests, do we? No, sir, Brian, but I assure you, it's... well, anyways, I'll try my best. Ich kann nicht reingucken. Sorry, that was embarrassing. Well, let's get a move on. Geil. Employee of the month ist immer Brian. Also er hat hier wahrscheinlich immer allein gearbeitet, ne? So Brian gave me the whole rundown of where you are, yeah? It's impressive you survived this long, no matter what Brian tells you. Those bots on the upper floor may be stupid as hell, but they're sure to have a lot of them. Sind. Do you know that their artificial intelligence was written by a 16-year-old? Okay, was passiert jetzt mit denen? Weil das er winnt? Okay, habe ich mir gedacht. Oh. Das ist cool. Ja, wir folgen dir, ne? Wir sind ja nett. Oh, these are some of Brian's long-term experiments. Brian has been studying the alien life forms that are pulled here by the reactor, identifying and categorizing universes and so on. But luckily, we already know a lot about your universe, and we know you're just about genetically identical to the humans here. Otherwise, you'd be in one of those freezers. Brian has documented over 700 species from at least 73 alternate universes. He's working on research to determine why there's such a diversity of alternate Earths. Okay, die frieren hier ganz viele Spezies ein. Also Aliens, Menschen und weiß der Geier was. Aber hat direkt diesen Vertigo-Charme.
den ich vom ersten Augenblick an so mega geil fand. Shooting Range. Ja, jetzt wird's interessant hier. Guck mal. No, that's ridiculous. We wouldn't possibly have you fight deadly aliens in a high-tech facility using a crowbar. That would be absurd. And here you go. State-of-the-art triple-point plasma condenser. Also known by its slightly cooler street name, the Ionizer. New weapon acquired. Ionizer handgun. Go ahead. Shoot some targets in the water. Kimokorn funktioniert ganz gut, würde ich fast sagen. Good shooting. You'll be murdering robots in no time. You know what? Hier jetzt auch noch einen Why don't we go on a nice long relaxing tour of the rest of the place? Wow. Maris, are you there? What the hell was that? Bad news. The core just cycled and the Earth's mantle happens to be reflecting and concentrating subatomic resonances right here in this cavern. Oh dear. Yeah, we're already getting minor MXEs. I'm gonna head up to the roof and run defense up there. You assemble the force inside, just in case we get any anomalies in here. Roger. Was geht jetzt ab? Oh. Ich kenne mich noch am ersten Teil, die waren aber meistens tot. Yes! That might be a problem. Sector 4 is between the shooting range and the hangar, with no human accessible way around. That's right. Okay, this is fine. All right, bud. Ah, hier hat man noch einen Rucksack. Shouldn't be too bad, but I hope you got some good practice at the range. I'll unlock the door to let you in. Since the sector is on lockdown, we won't be able to communicate any longer while you're inside. Follow the signs to the hangar. Come on in, follow me. Wow! Komm, wir gehen vorbei. Schnell. Oh, hier geht's aber schon ab. Für eine Demo? Sehr geil. Gefällt mir. Boah, hätte ich jetzt Bock, das durchzuzocken. Da wollen wir nicht hin, ne? Ach komm, mach auf! Nee. Warte mal, so? Aber wir haben noch 95. Das heißt, kann ich da jetzt... Ja, okay, das funktioniert nicht. Das heißt, wir müssen uns nicht spritzen. Schade. Ich dachte, man könnte die mitnehmen. Server Room.
Komm, komm. Ist da irgendwo eine Tür? Da hinten, okay. Oh. Full health restored. Yes. Das gut. Auf dem richtigen Weg ging, weiß ich nicht, aber Weapons. Weapons Lab ist gut. Okay, geht nicht auf. Drei, acht, neun, vier. Okay. Warte mal, ich muss mal kurz in den Raum. Guck mal, wie geil ist das? Sehr geil. Okay, könnte man hier irgendwo? Okay. 3894 müssen wir uns merken vielleicht. Vielleicht auch nicht. Schaut euch das mal an. Geil. Okay. Puh, hab ich mich erschrocken, du. Na, sah nicht so gut aus für dich, ne? Guck mal hier, 3, 8, 9, 4. Wie geil ist das denn? Ah, mein Bild. Was ist das jetzt? Kann ich das nehmen oder? Kann man tauchen? Ja. Na komm. Wow! Hab ich mich erschrocken. Okay. Jetzt gehen wir noch mal ganz kurz gucken, ob das nicht wirklich das komplette Ende jetzt war, schon? Advances in Brian Industries Ammunition Synthesis Technology.
Boom. So. 3, 8, 9, 4. Geht's hier nochmal weiter? So, eben sind wir links. Das war schon mal nichts. Da können wir hier eine Waffe. Ne, man kann hier keine Waffe tragen, okay. Tauchen ist nicht so einfach. Ah, okay, hier geht's weiter. Okay. Das ist nicht. Ich hangel mich irgendwie durch jetzt. Das. N. Select the color you can perceive most clearly. Keine Ahnung. Cool. Komm mal nach hier gehen. Ah, na du. Der hat die gleiche Frisur wie ich fast. Außer dass ich die Seiten kürzer habe. Was da dran hängt, oder sind das? Nee, so, okay, das soll, glaube ich, da sein. Also ich werde es beim nächsten Mal definitiv mit der Wolf Index spielen, wenn es raus ist. Und raus geht's. Danger ist mein Vorname. Tschüss, Brian. From the reactor's intercom network. Looks like an internal repair and containment team beat us to the mast. Can't let them find the modifications I've made, so you need to take them out. Should be a piece of cake. A few repair drones, some standard model security bots, and one officer. I've added their info to your encyclopedia, so you can read up on them before you fight. Wow. Oh.
schnell, schnell, schnell. Ah, endlich. Mann, das wird Zeit. So, mal schauen, was ich hier machen kann. Okay. Sieht aus fast wie so eine Schlange oder so, die sich da rumwindet, das was ich eben gesehen habe. Die von denen auch nehmen? Nein, okay. Da war eine Szene bei Vertigo 1. Sind die hier, diese Roboter damit gefahren? Und ich glaube, ich habe einen kaputt gemacht und der ist dann außer Kontrolle geraten. Ich habe mich auf jeden Fall besiegt verlachen. Welcome to the facility of Data Mask Beta. Due to events out of our control, Data Mask Beta's core is currently deactivated. If you represent a Blank ISD maintenance team, please use the central console to request access to the upper floors. Error. Okay, dann muss man wahrscheinlich irgendwo hoch, ne? Jetzt da hoch? Ich denke nicht. Hier ist dunkel und ich habe Angst. Nee. Okay. Dann versuchen wir einfach mal durch diese Türen durchzugehen. Durch öffnen die sich auch? Nein. Warum auch? Kann man hier irgendwas machen? Security alert. User is not registered maintenance personnel. Please drop your weapons, lie face down on the floor with your hands on your head, and wait for the arrival of the manual identity verification team to approve your credentials. Oh. Ach, da kommt noch einer. Oh. Okay.
Okay. Die müssen wir noch schaffen, oder? Manual Identity Verification Team failed to report. Granting emergency maintenance access. Okay, jetzt haben wir hier Zugang. Jetzt haben wir hier Zugang. Did you know? Filters were added to all plane data masts in 1974 to block employee access to Einmal hoch. Pornography. Following strikes, riots, and four deaths, the filters were removed 53 minutes later. Oh, das sieht krass aus, wie das Wasser da so runterfällt. Ja. Nein. Au! Das ist nicht so gut, oder? Okay, geil. Das war ein geiles Demo-Ende, sag ich mal. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Abo-Button nicht vergessen. Dann könnt ihr mich so auch weiterhin unterstützen. Und ja, falls ihr kein Video verpassen wollt, keinen Livestream verpassen wollt, ja, aktiviert doch die Glocke, dann werdet ihr immer informiert, wenn es neue Videos gibt. Und ja, ich sag mal, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.